3D-Konfigurationen werden im Carwrapping bzw. im Verkauf von Autofolierungen immer interessanter, weil wir einfach die Folienfarbe über das komplette Fahrzeug darstellen können und viele Kunden sich anhand dieser kleinen Kärtchen das gar nicht vorstellen können, wie die Farbe vor allem am eigenen Fahrzeug dann aussieht. Und bei den meisten Konfiguratoren ist die Fahrzeugauswahl schon so groß, dass wir mit großer Wahrscheinlichkeit dann auch das entsprechende Kundenfahrzeug finden. Was natürlich auch verkaufstechnisch interessant ist, je besser wir unser Produkt, unsere Dienstleistung personalisieren können, desto einfacher und schneller verkaufen wir unser Produkt. Wir schauen uns jetzt einfach einen schnellen Überblick an über diesen 3D-Wrapping-Konfigurator. Die Webadresse ist 3D-wrapping.com, wer Interesse hat. Das Programm allgemein mit einem sehr überschaubaren Funktionsumfang. Das heißt, wir können sehr schnell und sehr einfach die Fahrzeugfarbe abändern. Wir haben alle großen Folienhersteller zur Verfügung. Das heißt, wir haben 3M, wir haben Avery, wir haben Oracle. Und das sind so wahrscheinlich die aktuell die wichtigsten Folienhersteller am Markt und können entsprechend deren Farben sehr schnell und effizient auf die Fahrzeuge platzieren. Wir schauen uns das einfach schnell gemeinsam an und verschaffen uns einen schnellen Überblick über diesen Konfigurator. Wir starten also mit der ersten Konfiguration. Du hast hier rechts die Menüleiste, kannst hier das Fahrzeug auswählen, alle großen Fahrzeugmarken vertreten, VW, Audi, Mercedes, BMW, also alles, was das Herz begehrt. Wir wählen hier eben den Klassiker VW Golf GTI und können dem dann entsprechend eine andere Farbe verpassen, je nachdem, welchen Hersteller wir uns aussuchen. 3M, Avery, KPMF, MagTech, Orafol, also die drei großen auf jeden Fall vorhanden und können hier dann entsprechend eine Farbe selektieren bzw. eine Farbe auswählen. Hier beispielsweise Rot-Chrom oder ein einfaches Brushed Aluminium. Hier ist die Auswahl natürlich entsprechend groß an Folienfarben. Also ich denke, es sind soweit alle Farben dieser Hersteller, die aktuell auch in den Farbfächern zu finden sind, vorhanden. Können hier dann noch den Scheibentönungsgrad hier an dieser hinteren Seitenscheibe bzw. der Heckscheibe einstellen, von leichten Tönungsgrad über mittleren bis komplett abgedunkelt. Auch die Hintergründe lassen sich ändern, also hier natürliches Umgebungslicht und im Freien, auch in der freien Natur die Darstellung. Hier in einer Lagerhalle beispielsweise unter Kunstlicht. Und wir sehen hier schon sehr schön die Farbverläufe bzw. die Schattierungen, die sich aus der Fahrzeugkontur ergeben, die natürlich auf einem Farbfächer entsprechend so nicht darzustellen sind. Und die vierte Variante in diesem Fall ist in der City unter Laternenlicht. Ihr seht auch die Farbe hier natürlich dann entsprechend eine andere und auch die Farbschattierungen ganz natürlich auch am Farbfächer ist unter Kunstlicht die Farbe anders als unter Tageslicht. Können hier dann noch fixe Ansichtspunkte auswählen bzw. das Ganze automatisch hier rotieren lassen. Und hier unter dem Punkt More können wir dann einen einfachen Screenshot der aktuellen Ansicht anfertigen und den dann mit bekannten Freunden bzw. mit unseren Kunden teilen. Unbestritten finde ich, könnte die Fahrzeugauswahl etwas größer sein. Das heißt, wir haben hier zwar die großen Hersteller zur Verfügung, allerdings ist die Modellauswahl hier etwas spärlich. Bei VW ist es in Ordnung. Grundsätzlich, wir haben die gängigen Fahrzeugvarianten zur Verfügung. Also wir haben SUVs, wir haben Kombis, Limousinen. Und können dem Kunden entsprechend schnell und einfach durchaus eine gute Idee der Farbgebung bzw. der Folierung geben. Programm wird, was ich weiß, regelmäßig geupdatet. Das heißt, es sollten regelmäßig neue Fahrzeugmodelle und natürlich, was ganz wichtig ist, entsprechend auch die aktuellsten Farben immer hineingeladen werden. Wie du wahrscheinlich bemerkt hast, die Fahrzeugwahl ist durchaus überschaubar und könnte wahrscheinlich ein bisschen größer sein. Die drei großen Folienhersteller sind vorhanden, Avery, 3M, Oracle, was ich persönlich ausreichend finde für 90% der Fälle. Das Programm ist schnell, einfach und intuitiv zu bedienen, das heißt auch preislich interessant, um entsprechend dem Kunden einen ersten Ansatz von mir aus zur 3D-Konfiguration zu bieten und entsprechend eine gute Ergänzung zu den Farbkarten. Was mich interessiert ist, habt ihr Kundenanfragen zu 3D-Konfigurationen bzw. nützt ihr bereits 3D-Konfiguration aktiv zum Folienverkauf?
Und wenn ja, welche Programme verwendet ihr? Also unbedingt einen Kommentar da lassen, entweder auf diese Fragen oder auch sonst ein nettes oder kritisches Feedback. Ich wünsche euch jedenfalls viel Erfolg beim nächsten Verkauf eurer Vollfolierung. Mein Name ist Daniel Gspan. Bis zum nächsten Mal.